Herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir das Spiel Solitär. Und zum Ende hin möchte ich dir noch eine Lösung präsentieren, so dass du dir diese auch gut merken kannst. Solitär ist ein Solospiel. In diesem Fall ist es eine Variante mit Kugeln. Es gibt auch Stecksteine. Dieses Spiel ist eine Variante von Logo Play Heutspiele. Kommen wir zum Spielaufbau. Dazu setzt ihr eine Kugel in jedes freie Feld, außer in das Feld in der Mitte. Das Ziel des Spiels ist es, durch geschicktes Überspringen und Entfernen von Steinen am Ende nur noch einen Stein in der Mitte übrig zu haben. Kommen wir auch schon zum Spielverlauf. Wie bereits erwähnt, springt man nun mit einem Stein über einen anderen Stein. Zum Beispiel kann ich mit diesem Stein über diesen Stein hier springen. Das geht nur, wenn das Feld dahinter frei ist. Man kann auch immer nur einen Stein überspringen. Der Stein, der übersprungen wurde, kommt nun aus dem Spiel. Somit entsteht nun ein zusätzliches freies Feld. Jetzt kann ich weiterspielen und kann mir einen anderen Stein nehmen und auch wieder über einen Stein springen. Dieser Stein kommt nun auch aus dem Spiel. Genauso kann ich auch hier wieder einen Stein nehmen und springen. Springen kann ich aber immer nur waagerecht oder senkrecht, nicht schräg. Ich dürfte also nicht mit diesem Stein hier hinspringen. Genauso kann ich nicht zwei Steine überspringen. Wie gesagt, am Ende ist es das Ziel, nur noch einen Stein in der Mitte übrig zu haben. Und wie genau das funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Dazu habe ich das Spielfeld jetzt nochmal in die Ausgangslage gebracht. Zu Beginn sollte es das Ziel sein, alle Steine in der hintersten Reihe loszuwerden und dafür die Steine von rechts nach links abzubauen. Am besten haltet ihr euch das Spielfeld immer so, dass die aktuelle Reihe gerade unten liegt und somit zu euch zeigt. Also sollte ich diesen Stein zu Beginn loswerden. Das kann ich jetzt natürlich noch nicht direkt erreichen. Dazu muss ich erst zwei Züge durchführen, damit ich dann Platz habe. Dazu nehme ich diesen Stein und springe in die Mitte, kann diesen Stein somit entfernen. Jetzt nehme ich den Stein hier rechts und springe hier hin. Dann kommt dieser Stein weg. Und nun kann ich mich an den Stein rechts unten ranmachen und diesen entfernen, indem ich hier rüber springe. Der nächste Stein, der ja jetzt weg muss, ist dieser. Dazu springe ich hier rüber und kann diesen entfernen. Jetzt liegt nur noch ein Stein unten. Diesen kann ich entfernen, indem ich mir diesen Stein hier aus der Mitte nehme, drüber springe und diesen entferne. Und jetzt kann ich auch den Zug hier machen. Nun drehe ich das Spielfeld um 90 Grad. So dass die aktuelle Reihe wieder unten liegt. Wie besprochen, muss ich nun den Stein unten rechts zuerst entfernen, dann diesen in der Mitte und dann den links unten. Das geht wieder sehr ähnlich wie am Anfang. Dazu muss dieser Stein von hier rechts erstmal rüber, damit ich mir hier ein freies Feld schaffe. Und nun kann ich den Stein von rechts unten nach oben setzen und diesen entfernen. Dann nehme ich mir wieder unten links den und springe über die Mitte und entferne den mittleren Stein. Nehme wieder diesen Stein und springe drüber. Und entferne auch den letzten Stein von unten. Jetzt wird das Spielfeld wieder um 90 Grad gedreht. Und der ganze Spaß beginnt von vorn. Jetzt habe ich bereits dreimal die letzte Reihe geleert, drehe noch ein letztes Mal um 90 Grad und leere auch die letzte Reihe auf dem gleichen Weg. Jetzt drehen wir das Spielfeld noch einmal um 90 Grad, so dass ich die komplett leere Reihe hier unten habe. Jetzt sollten die übrigen Steine so eine Form wie ein Pfeil ergeben, mit diesen zwei Strichen hier unten dran. Nun nehme ich mir den Stein hier oben in der Mitte und wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, kann ich hier über alle einzelnen Steine drüber springen und diese dann entfernen. Da gehe ich einmal rundherum und habe super viele Steine abgebaut. Jetzt sollten noch 5 Steine übrig sein. Nun nehme ich den Stein aus der Mitte, springe nach links oder nach rechts, das ist euch überlassen, entferne den Stein, springe mit dem Stein von oben in die Mitte, springe hier einmal rüber und lande mit dem letzten Stein genau in der Mitte.
Ich hoffe, diese Lösung hat euch gefallen und ihr könnt sie euch gut einprägen. Es ist aber natürlich nicht die einzig wahre Lösung. Solitär kann man auf viele verschiedene Varianten lösen. Viel Spaß also noch beim Knobeln!